Es freut mich sehr, jetzt für die letzte Session im Plenum nochmal das heiße Thema Cloud und Datenschutz aufzugreifen. Das war heute Morgen schon in einer ganzen Fachsession ja das Thema. Und wir konnten dann vor allem David Rosenthal seinen spannenden Input hören. Diese spannenden Aspekte der Cloud und Risiken und die Excel-Tabelle, die berühmte. Und das ist sicher eben eine Perspektive, die heute sehr viel vertreten wird. Als Alternative oder als Ergänzung kann ich sagen, haben wir jetzt heute Nachmittag die Möglichkeit, Dominika Blonski bei uns zu haben. Du bist Datenschützerin des Kantons Zürich, also ein wichtiger Kanton, also nach Bern natürlich, aber nicht ganz unwichtig, sage ich mal, Zürich. Und von dem her sicher eine spannende Person. Du bist Juristin, promovierte Juristin und seit eben 2020 Datenschutzbeauftragte des Kantons, selber eben auch Mitherausgeberin von verschiedenen Kommentaren zum Thema Datenschutz. Und du bist auch bei Privateam dabei. Das wurde heute Morgen ja auch thematisiert, dass Privateam gelegentlich Empfehlungen oder mindestens Stellungnahmen herausgibt. Also ein Zusammenschluss aller Kantonal- oder aller Datenschützer. Und das ist von dem her sicher auch noch spannend, weil eben Kanton Zürich ist wichtig, aber ist ja nicht der einzige Kanton. Gut. Und jetzt würdest du, wenn wir dann langsam vollständig sind und alle Leute eingetrudelt sind, dass wir dann starten, weil zeitlich haben wir eben eigentlich schon ein bisschen Verzug. Aber das ist nicht so schlimm, weil es ist wir sind in Bern, da darf man ein bisschen gemütlicher unterwegs sein als in Zürich. Gut, und nach deinem Input werden wir dann in die Diskussion starten. Also notieren Sie sich schon mal ein paar Fragen kritischer Natur und dann werden wir dann das im Panel dann diskutieren. Jetzt schauen wir mal, bist du gut verkabelt? Hört man dich? Ja, jetzt. Nee, noch nicht. So, jetzt ist besser. Hört jetzt ist gut. Jetzt. Also, vielen Dank, sehr dass gut. du da ja. bist. Schön und bin sehr gespannt. Cloud und Datenschutz, was ist zu beachten? Ja, danke vielmals. Hört man mich so gut? Okay, sehr gut, danke. Ich bin die Datenschutzbeauftragte des Kantons Zürich und wenn ich Schweizerdeutsch sprechen würde, dann würde ich Berndeutsch sprechen. Also von dem her, ich fühle mich ganz zu Hause hier. Und genau. Ja, ich möchte aus der Perspektive einer Aufsichtsbehörde, was wir ja sind als Datenschutzbeauftragte, auf diese Thematik eingehen, Cloud und Datenschutz. Was ist zu beachten. Und ich möchte hier in diesem Rahmen vor allem jetzt bei meinem Input auf die juristische Seite eingehen. Also ich möchte, weiß nicht, wie viele Juristen im Saal sind, aber ich möchte den Juristen ein paar Dinge in Erinnerung rufen und ich möchte denjenigen, die keine Juristen sind, aufzeigen, wie das funktioniert mit diesem Recht und wieso diese Juristen immer so komische Ideen haben, wie so etwas sein muss. Und damit möchte ich das Thema auch wirklich umfassend anschauen im Sinne von A bis Z, also was gehört alles dazu? Also wirklich die ganze juristische Aufarbeitung, was gehört wirklich dazu und nicht nur die Umsetzung, die konkrete dann, sondern was ist eben die Basis davor? Also wo kommt das überall überhaupt her? Genau, Sie werden am Schluss sehen, es sind eigentlich zwei Fragen, die uns beschäftigen, die werden Sie dann mitnehmen können in Ihren Alltag und so gute Beschaffungen machen, wie ich doch hoffe. Ja, Agenda ganz kurz, ich möchte einsteigen und auf das Thema Cloud Computing eingehen, was das vor allem aus Datenschutzperspektive bedeutet, was passiert datenschutzrechtlich aus, wenn man eine Cloud einsetzt. Dann möchte ich vertiefen mit zwei Fragen eben die Voraussetzungen für diese Auftragsdatenbearbeitung. Also es gibt da zwei Themen, eine Rechtsfrage und eine Risikoanalyse, die man durchführen muss. Das möchte ich vor allem dann vertiefen und zum Schluss noch ein paar Stichworte zur Vorgehensweise. Welche Instrumente gibt es, wie macht man das dann ganz konkret? Gut. Cloud Computing ist, und auf diese Folie möchte ich unten beginnen. Besondere Risiken habe ich da hingeschrieben, für Grundrechte zusätzliche Vorgaben. Und das ist diese juristische Thematik, die ich hier einführen möchte. Also wie ist das Recht eigentlich aufgebaut? Wir leben in der Schweiz, wir haben eine Demokratie, die
also Demokratie schreibt die Gesetze, das Volk macht das eigentlich mit der Vertretung im Parlament selber. Also wir haben eine Bundesverfassung, die so legitimiert ist und so geschrieben wurde. Wir haben dann, also in der Bundesverfassung Grundsätze, die einzuhalten sind. Wir haben ein Legalitätsprinzip, was wir uns selber gegeben haben. Wir haben gesagt, wir möchten in unserer Gemeinschaft so leben, dass wir dass die staatlichen Organe sich im Recht bewegen müssen und sich an das Recht halten müssen und auch Grundlagen haben müssen für ihre Tätigkeit. Das haben wir mit dem Legalitätsprinzip festgehalten. Dann haben wir weitere Grundsätze in der Bundesverfassung, wie beispielsweise Grundrechte. Also wir haben uns gesagt, wir möchten Grundrechte haben, wir möchten so leben, dass bestimmte Grundrechte vorhanden sind und so weiter. Da gibt es viele Grundsätze, die bereits in der Bundesverfassung festgehalten sind. Und diese Grundsätze werden in Gesetzen wiederum dann konkretisiert, die auch das Parlament schreibt und so dann runtergebrochen weiter auf die konkreten Themen, die da drin sind. Und wenn der Staat jetzt irgendwie handelt, ich komme dann gleich zum Datenschutzrecht, dann braucht er eben eine rechtliche Grundlage, die ihm das erlaubt und er muss sich vollständig in diesem Rahmen, der mit dieser Verfassung und den Gesetzen gegeben ist, aufhalten. Und das ist auch beim Datenschutzrecht so. Also wenn der Staat Daten bearbeitet, dann hat er sich an all diese Vorgaben zu halten. Also er muss eine Rechtsgrundlage dafür haben, dass er Daten überhaupt bearbeiten darf und er muss das im Gesamten, also die gesamte Rechtsordnung einhalten und sich darin bewegen und kann das nicht irgendwie anders ausgestaltet. Und deshalb ist eine Datenbearbeitung nur dann rechtmäßig und auch zulässig damit, wenn eben diese Vorgaben eingehalten sind, alle. Das ist so die juristische Thematik dahinter. Also der Staat muss das Recht einhalten und dass die Bevölkerung ihm gegeben hat, dass er so funktionieren kann und darf. Und das ist auch beim Datenschutz so. Und das zeigt uns, dass die Frage, wenn wir jetzt auf der Folie dann oben beginnen, Cloud Computing, Outsourcing und so weiter, dass die Frage dort immer ist, ist das rechtmäßig, was ich mache? Und ja, es muss eben rechtmäßig sein. Also es ist primär eine rechtliche Frage, ob und wie man auslagern kann. Das soll so die Basis meines Referats heute sein. Also es ist primär eine rechtliche Frage, ob und wie ausgelagert werden darf. Und wenn wir jetzt uns überlegen, was ist Cloud Computing? Ein bisschen habe ich schon vorweggenommen und den meisten ist es sicher auch bekannt. Also es ist eine Übertragung der Bearbeitung von Informationen. Also das öffentliche Organ, die öffentliche Institution, die Daten bei sich hat und bearbeiten darf, überträgt in diesem Moment an eine andere Institution, typischerweise eine private Institution, die Daten bearbeitet. Das wird auch Outsourcing genannt oder Auslagerung, Bearbeiten im Auftrag, Bearbeiten durch Auftragsbearbeiter und so weiter. Also wie das benannt wird, spielt eigentlich keine Rolle. Also es ist eine Auftragsdatenbearbeitung. Also es wird ein Auftrag erteilt, die Daten zu bearbeiten. Und das findet auch beim Cloud Computing statt. Dann ist es nicht eine Datenbekanntgabe. Weil eine Datenbekanntgabe im datenschutzrechtlichen Sinn bedeutet, dass die Verantwortung auf den Datenempfänger übergeht. Also wenn die Polizei beispielsweise Daten bekannt gibt an ein Spital oder umgekehrt, das ist irgendein Beispiel, dann geht die Verantwortung für diese Daten über und das Spital hat dann die Verantwortung für die ganze Bearbeitung und nicht mehr die Polizei. Und dieser Übergang der Verantwortung, der bedingt natürlich wieder Voraussetzungen. Also es braucht jetzt im öffentlichen Bereich, braucht es da dann wiederum Rechtsgrundlagen, die das vorsehen, dass das übergeht. Und die Aussage hier, ein Outsourcing, eine Auslagerung ist keine Datenbekanntgabe, weil der Auftraggeber mit dem Auftrag, also mit der Auftragnehmerin eine Bearbeitung abmacht und diese eigentlich sehr salopp ausgedrückt in ihr Team aufnimmt und so mitarbeiten lässt. Und es findet keine Bekanntgabe in dem Sinne statt, sondern das ist wie, also noch salopper gesagt, wie eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter. Also es wird keine Verantwortung übertragen. Deshalb ist auch bei einer Auslagerung, und wenn wir jetzt an die Cloud denken, die Verantwortung immer beim Auftraggeber, also bei dem, der auslagert. Und da geht nichts hinüber. Gut, das zu Cloud
Computing. Ich möchte kurz die Risiken Ihnen natürlich auch nicht vorenthalten. Die meisten sind Ihnen sicher bekannt. Ich habe nur ein paar hier zusammengetragen. Die drei Pünktchen unten zeigen, dass es durchaus noch weitere gibt, beispielsweise ungenügende Transparenz bei einer solchen Datenbearbeitung. Wir wissen auch nicht, ob die Zweckbindung als Grundsatz des Datenschutzrechts eingehalten werden kann. Kontrollmöglichkeiten sind erschwert. Es gibt Einflüsse von ausländischen Rechtsordnungen, beispielsweise Portabilität und Interoperabilität mit anderen Systemen sind ein Thema. Datenverlust, Datenmissbrauch, kaum oder keine Einflussmöglichkeit auf die Ausgestaltung dieser Cloud-Lösung. Das sind so die Themen, die uns in diesem Zusammenhang bewegen. Und ich habe vorhin von den juristischen Grundlagen gesprochen, die Bundesverfassung, die das vorgibt, die Gesetze, die das konkretisieren. Und wenn wir jetzt nochmals zum Datenschutzrecht konkret also zurückkommen oder auf das jetzt weiterentwickeln, dann ist es so, dass das Datenschutzrecht selber natürlich Bestimmungen vorsieht und vor allem überall dort, wo es eben Risiken oder wie man das nennen möchte, gibt. Also immer dann, wenn die Bearbeitung irgendwie noch etwas dazukommt, eben hier haben wir jetzt eine dritte Person, die die Daten bearbeitet, dann gibt es besondere Bestimmungen, die auch noch dazukommen. Und so dann diesen rechtlichen Rahmen, der einzuhalten ist, eigentlich auch noch ausfüllen. Also es kommt noch dazu. Und diese beiden Punkte, die da aufgeführt sind, das sind so dieser rechtliche Rahmen, der im datenschutzrechtlichen Sinn vorgegeben ist. Also das Datenschutzrecht hält fest, dass eine Auslagerung grundsätzlich zulässig ist. Also darf man ganz grundsätzlich darf man das machen, wenn eben diese rechtlichen Rahmenbedingungen eingehalten sind. Das ist so die Bedingung. Und was gehört da dazu? Wir haben betroffene Personen, also jetzt Bürgerinnen und Bürger, im Fall einer staatlichen Datenbearbeitung, deren Rechte dürfen nicht gekürzt oder schlechtere, in ihren Rechten nicht schlechter gestellt werden. Das ist eine Voraussetzung, weil, das ist dann die zweite, die Daten dürfen eben auch durch den Auftragnehmer nur so bearbeitet werden, wie durch den Auftraggeber, also die öffentliche Institution selber auch. Oder? Und das ist die Bürgerinnen und Bürger können ja nicht wählen, bei welchem Steueramt beispielsweise sie ihre Daten abgeben möchten oder nicht. Und deshalb gibt es da eine große Verantwortung für den Staat natürlich, das Ganze sauber auszugestalten und eben diese Rechte nicht zu kürzen und entsprechend auch dafür zu sorgen, dass die Daten nicht mehr bearbeitet werden, als er das selber tun dürfte. Und wenn wir das ganz konkret im Gesetzestext anschauen, wie haben das die Gesetze nun festgehalten, gibt es gemäß bisherigem DSG, was noch gilt, etwa 2 Wochen, und auch gemäß neuem DSG, das dann ab 1. September gilt, aber auch in allen kantonalen Datenschutzgesetzen 2 Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit eine Datenbearbeitung rechtmäßig und damit auch zulässig ist. Und das sind diese 2. Es darf keine gesetzliche oder vertragliche Vereinbarung oder Bestimmung dieser Auftragsdatenbearbeitung, also dieser Auslagerung, entgegenstehen. Das ist die erste Voraussetzung, die erfüllt sein muss. Und die zweite, die datenschutzrechtliche Verantwortung. Ich habe vorhin das Wort Verantwortung schon erwähnt. Das ist ganz wichtig in diesem Zusammenhang. Muss durch den Auftraggeber wahrgenommen werden und er muss es auch überhaupt wahrnehmen können. Das sind diese beiden Themen, die uns hier beschäftigen. Und daraus ergeben sich eben diese 2 Fragen. Eine Rechtsfrage darf überhaupt ausgelagert werden, weil keine Bestimmung entgegensteht und weil die Verantwortung wahrgenommen werden kann. Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage dann, wie konkret? Da sind wir dann wirklich bei der Umsetzung, was häufig im Vordergrund steht, die sogenannte Risikoanalyse darf, also wie darf ausgelagert werden, wie mache ich das ganz konkret? Das gehört auch zur Verantwortung, ist dann aber mit der Risikoanalyse verknüpft. Die Rechtsfrage hat nichts mit Risikoanalyse zu tun. Das ist eine ganz juristische Auslegung der Bestimmungen. Und was bedeutet jetzt diese Rechtsfrage, wenn wir uns die Frage stellen, darf ich überhaupt auslagern, juristisch mit diesem Hintergrund? Eben die erste Frage, steht einer Bestimmung entgegen? Welche Bestimmungen könnten entgegenstehen? Beispielsweise Geheimhaltungspflichten. Also wenn wir eine bestimmte Geheimhaltung haben,
die so ausgestaltet ist, dass sie es uns verunmöglicht, weitere Personen beizuziehen bei der Bearbeitung. Beispielsweise, weil die betroffene Person jetzt im Fall des Berufsgeheimnisses Patientinnen und Patienten selber Geheimnisherr sind, Herrin, das heißt diejenigen sind, die darüber entscheiden können, was mit ihrem Geheimnis geschieht. Also da kann der Geheimnisträger, die Ärztin oder der Arzt, dann nicht selber darüber bestimmen. Das ist so eine Bestimmung beispielsweise, die entgegensteht, weil das Geheimnis so ausgestaltet ist. Und das kann man bei jedem Geheimnis dann auslegen und schauen, wie ist das ausgestaltet, was ist genau geschützt und wie trägt sich das mit einer Cloud-Lösung jetzt in diesem Fall. Dann kann es vertragliche Vereinbarungen geben, die entgegenstehen. Das kann zum Beispiel sein, dass in einem Vertrag festgehalten ist, dass keine weiteren Unterauftragnehmenden vorgesehen sein dürfen, beispielsweise. Das kann man so abmachen. Wenn das so vorgesehen ist, dann darf man nicht weiter auslagern, beispielsweise. Und auch ein ganz wichtiger Punkt im öffentlichen Bereich sind die Klassifizierungen von Informationen. Also die Frage, ist eine Information geheim oder intern und so weiter. Also wirklich auch die nicht datenschutzrechtliche Frage ganz rein, sondern wirklich die Frage, wie ist eine Information klassifiziert und steht eine solche Klassifikation allenfalls entgegen. Dann gibt es weitere Regelungen, wie beispielsweise beim elektronischen Patientendossier haben wir eine Bestimmung, die vorsieht, dass diese Dossiers, also die Inhalte, nur in der Schweiz gespeichert werden dürfen beispielsweise. Das ist auch eine Einschränkung, dann kann man keinen Auftragnehmer oder Nehmerin wählen, die im Ausland beispielsweise ist. Also es gibt Bestimmungen, die einer solchen Auslagerung entgegenstehen können. Das ist die erste juristische Frage, die wir uns stellen müssen. Und dann bei der zweiten Thematik, immer noch in der Rechtsfrage, die Frage der Verantwortung. Kann die Verantwortung überhaupt wahrgenommen werden? Also kann der Auftraggeber seine Verantwortung, die er ja behält für die Datenbearbeitung, auch wirklich wahrnehmen, wenn er mit einer bestimmten Auftragnehmerin zusammenarbeitet? Und da steht im Vordergrund die Sorgfaltspflicht. Er ist verpflichtet, eine Auswahl zu treffen, also die Anbieterin, also in der Auswahl. Es gibt Anbieterinnen, die bestimmte Vorgaben nicht einhalten können, einfach weil sie irgendwie in einer Konstellation sind, die das nicht können. Eine bestimmte Verschlüsselung, die er brauchen würde, kann diese einfach nicht anbieten. Oder sie ist in einem juristischen Setting im Ausland oder irgendwo, wo rechtliche Bestimmungen vorliegen, die in der Schweiz nicht zur Anwendung kommen und so weiter. Also eine Thematik, die Auftragnehmerin kann in einer Situation sein, wo sie einfach das nicht einhalten kann, was sie muss für eine schweizerische, sage ich mal, Datenbearbeitung. Das ist die Sorgfaltspflicht bei der Auswahl. Also schon bei der Auswahl muss man überlegen, kann diese überhaupt einhalten? Dann muss man sie entsprechend instruieren und dann auch kontrollieren. Das ist so die klassische Vorgabe, die man hat beim Beizug von Dritten. Und das Ganze ist in einem Vertrag sicherzustellen. Also das muss man gemeinsam vereinbaren. Und ergibt sich dann so, dass die Daten eben nur so bearbeitet werden dürfen, wie das der Auftraggeber selber auch tun dürfte. Das ist die Rechtsfrage. Und wenn die so beantwortet werden kann, also es stehen keine rechtlichen Bestimmungen entgegen und die Verantwortung kann wahrgenommen werden, dann haben wir beim ersten, also bei der ersten Frage, bei der ersten Rechtsfrage, darf ausgelagert werden? Ja, es darf ausgelagert werden. Das ist der erste Schritt. Und wenn wir diesen ersten Schritt so beantworten und alle Vorgaben eben eingehalten sind, dann kommt die zweite Frage, die Risikoanalyse. Also wir wissen jetzt, wir haben uns überlegt juristisch, wir dürfen auslagern und jetzt fragen wir uns, wie machen wir das? Und da sehen die Gesetze einen Risikoansatz vor, also die Gesetze schreiben vor, dass man anhand von Risiken dann auswerten muss, was sind die angemessenen organisatorischen und technischen Maßnahmen, die wir in diesem Setting anwenden müssen. Und das hängt von der Art der Personendaten ab. Also da geht es darum, sind das Informationen, sind das Personendaten, sind das besonders schützenswerte Personendaten. Und je nachdem, welche Art wir haben, gibt es andere Maßnahmen, die ergriffen werden müssen. Und je nachdem, welche Risiken vorliegen, gibt es wiederum Maßnahmen, die ergriffen werden können oder müssen. Und so macht man eine ganz klassische Risikoabwägung, die dann, wo man sich überlegt, welche Risiken gibt es eben und wie könnten sich diese auswirken und was kann ich machen, um das zu verhindern.
Das ist eine ganz klassische Risikoanalyse, die so im Gesetz vorgesehen ist. Und der Auftraggeber, der muss sich vergewissern, dass eben seine Auftragnehmerin das auch wirklich macht. Und das kommt entsprechend auch in den Vertrag rein, dass man das vereinbart. Gut, dann zusammengefasst, wir haben jetzt die zwei Fragen. Also zuerst haben wir uns gefragt, wie, also darf ich überhaupt auslagern und am Schluss dann wie. Und da habe ich eine Liste mit Maßnahmen und so mache ich das. Und hier sind noch ein paar Stichworte mit Formularen und Unterlagen, die es gibt in diesem Zusammenhang. Es wird bei der ersten Frage vor allem eine Rechtsgrundlagenanalyse gemacht. Also man analysiert eben diese Rechtsgrundlagen, die man hat. Man überlegt sich, welche Vorgaben hat man, wie kann man das ausgestalten, was spricht dagegen, was hat Einfluss und so weiter. Also man beschäftigt sich wirklich mit dem Recht und schaut das detailliert an. Und erst dann macht man eine Risikoanalyse und überlegt sich, welche Risiken gibt es und wie kann man dem begegnen. Das Ganze fließt in eine Datenschutzfolgenabschätzung, was ja auch ein neuer Begriff jetzt ist in den Datenschutzgesetzen. Da setzt man sich genau mit diesen Themen auseinander, insbesondere was die Risikoanalyse auch betrifft. Und dann schließlich kommt die Frage der Vorabkontrolle, wie das jetzt beispielsweise im Kanton Zürich heißt, oder eben der Vorabkonsultation, wie das im DSG auf Bundesebene heißen wird. Das ist Thema, also ist genau das gleiche Instrument. Es geht darum, dass die Aufsichtsbehörden, also auf Bundesebene der EDÖP und in den Kantonen, die Datenschutzbehörden der Kantone, bei denen je nachdem, wenn die Voraussetzungen für eine Vorabkontrolle eben erfüllt sind und die ergeben sich, also ob das so ist oder nicht, ergibt sich aus dieser Datenschutzfolgenabschätzung und den Überlegungen, die bis dahin gemacht wurden. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, dann geht man mit dem Projekt bei der Aufsichtsbehörde vorbei und die schaut das an. Und wann sind beispielsweise solche Voraussetzungen erfüllt, wenn ganz viele Personen betroffen sind beispielsweise durch eine Datenbearbeitung, also wenn wir im Kanton Zürich beispielsweise eine Einwohnerdatenplattform oder etwas haben für den ganzen Kanton, dann sind ja alle Personen im Kanton Zürich betroffen, das wären viele Personen, wenn neue Technologien wie Biometrie beispielsweise eingesetzt werden und so weiter. Also es gibt so ein paar Voraussetzungen, die definiert sind und wenn die erfüllt sind, dann braucht es eben diese Vorabkontrolle bei der Aufsichtsbehörde. Und was macht die Aufsichtsbehörde, wenn sie eine solche Dokumentation mit ISDS-Konzept und so weiter bekommt? Sie schaut das aus genau diesen beiden Fragen, die wir uns vorhin gestellt haben, aus dieser Perspektive an. Also die Datenschutzbeauftragte schaut, ist das Ganze rechtmäßig? Haben Sie sich diese Überlegungen gemacht? Gibt es etwas, das entgegensteht oder nicht? Und auch, wie ist das technisch ausgestaltet? Also wurden die richtigen Maßnahmen oder genügend Maßnahmen insbesondere ergriffen? Und das Ganze endet dann in einer Stellungnahme und so kann man im Projekt dann weiterarbeiten. Das ist in vielen Kantonen und auch auf Bundesebene ein neues Instrument. Im Kanton Zürich kennen wir das schon länger. Gut, vielleicht noch ein kleiner Hinweis, Vorgehensweise, also was man auch noch machen kann, ist, man kann natürlich immer auch weitere Möglichkeiten evaluieren, also es gibt auch noch andere Produkte, je nachdem, also man muss sich überlegen, was man eigentlich braucht, also man kann eine On-Premise-Lösung beispielsweise einsetzen oder man kann eine hybride Cloud wählen oder man kann ein treuhänderisches Modell und so weiter wählen. Es gibt immer auch noch andere Alternativen und das Oberste, was ich hier aufgeschrieben habe, die Verschlüsselung, Anonymisierung und Pseudonymisierung, das ist ein Instrument, wenn das so ausgestaltet ist, dass der Schlüssel jeweils beim Auftraggeber bleibt, dann kann der Auftragnehmer oder die Auftragnehmerin ja gar keine Kenntnis mehr erlangen von den Daten und dann stellen sich die Fragen eigentlich alle nicht mehr, die ich vorhin gesagt habe. Also wenn es so sauber ausgestaltet ist, dass gar kein Zugriff stattfinden kann, dann muss man sich auch nicht weiter überlegen. Und das ist durchaus auch eine valable Alternative. Ja, die zwei Fragen habe ich behandelt und die möchte ich Ihnen jetzt mitgeben für Ihren Alltag. Also es stellt sich damit eine Auftragsdatenbearbeitung oder Einsatz einer Cloud-Lösung rechtmäßig ist und das Recht eben auch eingehalten ist, gibt es zwei Fragen zu beantworten. Die Rechtsfrage, darf ich auslagern? Und dann die Risikofrage, wie darf ich auslagern? Und das Ganze, der Satz unten, das öffentliche Organ, die öffentliche Institution trägt immer die Verantwortung. Und da möchte man sich ja lieber nicht etwas vorwerfen lassen, wenn das nicht ganz sauber gelöst wurde.
Ja, das zu meinen Ausführungen. Ich hoffe, das hat so ein bisschen die juristische Thematik reingebracht und Sie können sich vorstellen, wie das abläuft. Und ja, ich stehe gerne für Fragen zur Verfügung und jetzt dann gleich im Podium. Super, ganz vielen Dank, Dominika.